Willkommen zurück zu Planet Zoo. Das ist er, unser Zoo in Madagaskar, beziehungsweise ist er gar nicht unserer, sondern er gehört natürlich Bernie und das sind unsere neuesten Zugänge, die Schimpansen. Oh, den verspiegelten Spiegeln. Sie können nicht rausgucken, wir können reingucken. Ja, und noch ist pure Langeweile da. Und jetzt ist die neue Aufgabe, da gucken wir mal ganz fix rein. Die leuchtet auch ganz viel rot. Wenn es rot ist, leuchtet, das ist das nie so gut. So, unsere Aufgabe ist, das Wohlbefinden insgesamt auf 90% zu erhöhen. Das, was wir hier noch nicht gemacht haben, sind, meine ich, unter Einrichtungen Infotafeln. Zum einen mal Infotafeln aufzustellen. Das wollen wir ja in jedem Fall noch tun. So, gehen wir mal ein Stück näher ran. Stellen wir das Ding mal dahin. Dann steht es nämlich auch nicht ganz im Weg, ne? Kann man das jetzt eigentlich auch? Vertikale Ausrichtung, dass es da so halbwegs angepasst ist? Nee, kann man nicht. Kann man hier noch einstellen? Ja, ungefähr so. Komm, ziehen wir mal da runter, dann sieht das so halbwegs danach aus. Nehmen wir natürlich noch eine und stellen auch hier noch eine hin. Die könnten wir eigentlich auch hier vorne hinstellen. Und ich hätte ganz gerne hier an der Stelle auch noch Infoschilder. Und hier stellen wir auch noch eins hin. Boah, vielleicht auch da. So, also westlicher Schimpanse. Natürlich wollen wir da direkt die Verbindung, die Verknüpfung herstellen. Und das machen wir hier natürlich auch. Das weiß ich gar nicht. Kosten irgendwie Unterhalt die Schilder? Glaub nicht, ne? So, und dann hätten wir hier Umgebungslautsprecher, Musiklautsprecher und Infolautsprecher. Was sind denn Umgebungslautsprecher? Infolautsprecher. Kriege ich die hier so an die Wand ran? Nee, da will ich es nicht. Ah, tatsächlich. Kann man da so an die Wand machen. Das ist doch sehr erfreulich. Dann machen wir das doch auch. Boah, ist nicht ganz die gleiche Höhe. Aber dann kommen die Infolautsprecher da dran. So. Und dann haben wir das zumindest schon mal. Das ist gut. Das ist gut so. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir denn hier überhaupt schon irgendwas... gemacht haben. Müssen wir hier was... ineffizient. Kapazität, ja, okay. Müssen wir vielleicht noch Menschen einstellen? Ich weiß es gar nicht. Also, die haben nicht gesagt, dass wir Menschen einstellen müssen. Ein Pfleger, 0 von 7. Warum eine 0 von 7? Ach, ausgewählt, nehme ich mal an. Ja, wir stellen einfach nochmal einen Pfleger ein. Na, komm, hier, zack. Achso, der hängt noch in der Luft. Na klar, weil ich auf Pause gedrückt habe. Das ist aber nicht schlimm. So, die leiden unter niedrigem Wohlbefinden. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, was haben wir hier? Flusspferd, schon lange nicht mehr gesehen. Bonobo Mandrill, ja. Das haben wir schon gesehen. 5 Besucher haben wir derzeit. Und jetzt gucken wir uns mal die Burschen hier überhaupt an. Also, sozial. Aha, Gehege ist zu klein. Das ist natürlich schlecht, wenn das Gehege zu klein ist. Dann müssen wir das nämlich noch größer machen. Ich habe da kein Problem mit. Wir können das auch noch größer machen. Lebensqualität ist noch sehr gering. Ich habe schon fast gedacht, dass das noch zu klein sein wird. Aber dann gucken wir einfach mal rein. Gucken wir einfach mal rein. Favoriten? Nee, Filter. Baupläne da. Filter, Art. Und wir haben hier den westlichen Schimpansen. Da gehen wir mal ganz nach unten zu W wie westlicher Schimpanse. Damit haben wir das dann auch gefiltert.
Und da hätten wir hier zum Beispiel einen Sprinkler. Wow. Bauen wir den mal da hin. Sprinkler. Essen. Haben wir gar nichts. Futter und Wasser. Was bringt denn die Wasserleitung? Das ist natürlich auch nochmal eine interessante Frage. Können wir natürlich hier vorne mal eine hinstellen. So, Wasserleitung. Dann brauchen wir ja, vielleicht hier noch irgendwie eine größere Wasserschüssel. Können wir auch da hinstellen. Zufällige Drehung, Positionsausrichtung. Ja, stellen wir mal hier so hin, ne? So, Futter stellen. Gehege, Schlafmöglichkeiten. Das ist ja jetzt alles auf den Schimpansen ausgerichtet. Heizkörper, Klimaanlagen, die brauchen wir erstmal nicht. Gut. What's that? Der Heizkörper. Okay. Natur. Ja, so Felsen und sowas, das wäre natürlich ganz nice. Eine Umgebung, Bepflanzung. Tier benötigt mehr Bepflanzung. Das kriegt er auch. Und nutzbare Landfläche. Stabiler Rückzugsort fehlt noch. Ja, da gucken wir mal rein. Also, das wird sich ja hier irgendwo anfinden lassen. Vermutlich unter Gehege, Schlafmöglichkeiten und Rückzugsorte. Also, so, jetzt muss ich doch mal hier wieder. Nicht, dass das gleich in der Luft hängt, ne? Also ich befürchte ja schon fast wieder, dass das gleich in der Luft hängen wird. Ach nein. So, hat er sich vertikal ausgerichtet. Vermutlich, weil ich das eingestellt habe. Ah, wenn man das da wegmacht, dann kommt vielleicht noch mehr zum Vorschein. Ja, deswegen, weil hier vorne das VI noch drin stand, weil ich da mal Vivarium eingegeben hatte. Rückzugsort. Wow, das ist ein riesiges Haus. Das auch. Arktisch, ne? Holzrückzugsort. Klassisch. Klassisch, aber auch ziemlich groß. Also die sind wirklich ziemlich groß, die Dinger hier. Eigentlich würde ich ja sagen, bauen wir denen irgendwas was Schönes, ne? Also und das Ding ist halt, dass wir, wenn wir das hier hinbauen, in jedem Fall dafür sorgen müssen, dass es hier weitergeht. Also, würde ich sagen, bearbeiten wir das Ganze nochmal. Und bauen hier auf jeden Fall Tafel zu kurz. What? Achso. So, machen wir mal. Oh, dann machen wir dem mal ein größeres Gehege. Sollte ja eh immer das Ziel sein, die Gehege so groß wie es geht zu machen, um dem Tierwohl auch gerecht zu werden. Ja, ich habe das jetzt schon häufiger in so Zoos gesehen, wo man sich dann gefragt hat, wow, ob das so gut ist. Das ist dann wirklich eine Frage, ne? Bei manchen der Gehege und Anlagen, die es da so gibt. Boah, theoretisch können die dann da außen rum. Ne, man kann auch überlegen, hier vielleicht rüber zu gehen. Klar wollen wir denen jetzt natürlich auch noch so ein bisschen was
geben zum Spielen, zum Klettern. Oh, das passt da zum Beispiel ganz gut. Oh, mal grob so in die Richtung. Da ist noch so ein kleiner Kletterrahmen. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte es ein wenig drehen. Aber auch so, das ist immer ein bisschen schwierig hier mit dem Höhenrelief. Die brauchen auf jeden Fall mehr zum Klettern. Das ist unbenommen. Ne? Dann brauchen wir Spielzeug. Natürlich brauchen wir was zu essen. Der Baumfutterspender zum Beispiel. Bauen wir natürlich auch dahin, dass unsere Gäste etwas sehen. Spielerische Futterständer. Naja, da kommen die noch nicht hin. Hier werden wir den Bereich auf jeden Fall noch erweitern. Warte, Barriere bearbeiten. Jetzt kann ich das auch so machen. Wobei, ich kann das auch so erweitern und dann spart man sich einmal das Klicken. Ja, so sieht das doch ganz nett aus. Jetzt müssen wir es nur noch in die andere Richtung drehen. Wie drehen wir das denn jetzt in die andere Richtung? Wie drehen wir das denn jetzt in die andere Richtung? Das ist ja unglaublich. Wir wollen ja nicht, dass sie rausgucken können, sondern genau andersrum hätten wir es gerne. Ah, so. Naja, mit der Maus verschieben, das geht nicht. Also müssen wir hier so verschieben. Ja, so. So ist es doch richtig. Und da sehen wir dann auch was. Und unsere Schimpansen sehen nichts. So, Klettersicherung geht nach links. Die müssen wir aber eigentlich auf alle ausweiten. Ne? Klettersicherung nach links. Und da haben wir das. Denke ich zumindest. Nee, jetzt ist sie genau auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, so passt das. So passt das. Prima. Also, dann jetzt nochmal hier fix reingeguckt. Nee, Gehege, Rückzugsort. Ja, eigentlich was Hübsches, ne? Ja, gut, sagen wir es mal so, über Design lässt sich zum einen streiten, aber da können wir uns auch noch Gedanken machen, wenn es dann soweit ist. Wir nähen mal das Ding hier. Kann man das verschieben? Ich hoffe. Und schieben es mal hier mit rein. Jetzt muss ich mal wieder ein Stückchen näher ran. Positionsausrichtung, was steht da noch? Ja. Sieht doch gut aus. Rückzugsort, trocken. Super. Wenn man da jetzt noch so Solarkollektoren oder irgendwas drauf machen könnte, dann wäre es natürlich noch viel, viel besser. So, jetzt hieß es, die brauchen zusätzliche Dinge. Das ist ja eher... Warte, ich gucke jetzt erst nochmal auf den Schimpansen himself. Wohlverhalten. Sozialverhalten, Platz. Das müsste jetzt aber größer geworden sein.
Unser Platz an sich dürfte jetzt, denke ich, zumindest steigen. Spielzeugbeschäftigung. Da brauchen wir mehr. Da hätten wir dann hier vielleicht noch sowas. Gucken wir mal, vielleicht hier oben drauf. So, da steht das. Dann haben wir hier ein Spiegelmobile. Das kann man auch hier oben vielleicht noch draufsetzen. Oder da so. Ja, von mir aus. Könnten wir vielleicht, wenn wir wollen, irgendwo hier vorne noch einen Greifball, können wir von mir aus auch noch irgendwo hier hinlegen. Ja, man muss auch immer aufpassen, dass man diese Gruppe beendet, weil sonst gehört das nämlich da zur Gruppe mit dazu, glaube ich. So, Platz dürfte aber besser werden. Bepflanzung. Mehr Bepflanzung. Was braucht er denn für Pflanzen? Hier noch eine Beschäftigungsklamotte, eine Spule. Könnte. Oh, was passiert? Ach, das ist der Tierarzt. Der wird jetzt sich darum kümmern. Er ist verletzt. Ah, ist gut. Ist gut, dass er sich darum kümmert. Na, und aus Jux und Dollerei können wir natürlich hier vorne auch noch dieses wunderschöne Gehege damit reinbauen. Ja, jetzt müssen wir nochmal bei den Pflanzen gucken. Ja, soziale Gruppe, da fehlt jetzt noch ein bisschen was bei ihm. Zu wenig Jungtiere und Erwachsene, ja. Bepflanzung, da müssen wir auch nochmal ran. Felsen. Und das ist halt ganz cool gemacht im Vergleich zu Jurassic World oder so. Es ändert sich. Man kann hier seine eigenen Landschaften bauen und dergleichen. Also das sieht schon richtig cool aus. Pflanzen müssen wir halt nochmal schauen. Efeu kann man hier vielleicht mit dran bauen. Allein, dass es halt ein bisschen schicker aussieht. Ne? Von mir aus. Nee, da nicht. Das lassen wir mal. Das beenden wir auch. Und jetzt gucken wir mal, wie wir denn hier noch ein bisschen von den Flaschenbaum. Da von mir aus noch einer. Elefantenbaum. An Oberfläche ausrichten? Nee, eher weniger, ne? Wow. Wie drehen wir den denn jetzt? Ah, so. Boah, schon mal ganz nett. Aber Pflanzen fehlt wahrscheinlich immer noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, was die an Bepflanzung brauchen. Ja, okay, der Flaschenbaum, der passt da schon mal nicht rein. Efeu passt da auch nicht rein. Also brauchen wir eher die... Ja, vielleicht müssen wir jetzt hier wirklich mal filtern nach Kontinent Afrika. Das sieht doch schon ganz gut aus.
richten wir mal eine Oberfläche aus. Hängen die jetzt in der Luft? Ja, klar hängen die in der Luft. Ja, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Wir müssen hier wirklich jetzt mal sehen, dass wir auch Bäume kriegen, die hier in Afrika wachsen. Die Wasserbanane. Vogelnest. Trauerweide. Die hört sich für mich nicht nach... Also, was heißt es denn? Okay, dann entfernen wir das schon mal. Das entfernen wir und das entfernen wir. Aber die Trauerweide. Achso. Asien, Afrika, Nordamerika. Ja. Also, da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir denn hier ein bisschen mehr Wohlbefinden reinkriegen und wie wir das ein bisschen mehr mit Pflanzen gestalten. Vielleicht müssen wir auch unseren Tierarzt nochmal in der Forschung da draufsetzen und da nochmal gucken. In jedem Fall müssen hier die Tierärzte mal grundlegend häufiger bei den Jungs und Mädels vorbeischauen. Tierarzt, bitte alle 3 Monate. Muss er speichern, dann macht das von alleine. 3 Jahre seit dem letzten. Wow. Tierarzt, bitte alle 3 Monate. Ja, das wird passen. So, das waren jetzt die Borneo-Orang-Utans. Hier kommt der Tierarzt bitte auch alle 3 Monate. Luswert kann er bitte auch alle 3 Monate vorbeikommen. Bonobo. Da war schon auf das eingestellt. Hier ist alle 6 Monate. Ja, gucken wir uns mal an, ob das denn so passt. Dann haben wir hier was abgeschlossen. Aha, beim Goliath-Frosch. Das ist auch sehr erfreulich. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Bonobo, no. Ich hätte ganz gern mehr Infos über den Burschen hier. Ja, geht damit rein. Und dann gucken wir uns nochmal ganz kurz unsere Tiere an und das Wohlbefinden. Sieht eigentlich... Warte. Wollte gerade sagen, sieht eigentlich gut aus. Ist natürlich aber nicht alles, was wir hier haben. Und da haben wir hier die Bonobos, denen geht es nicht so gut. Da müssen wir nochmal ran und ein bisschen mehr reinbringen. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich eure Kommentare. Sehr, sehr gerne auch ein Abo. Hit the Subscribe-Button, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.